Vermeide bitte unbedingt diese 5 Fehler beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und solltest du neu hier auf dem Kanal sein, hier gibt es wichtiges und praktisches Versicherungswissen in ganz einfacher Sprache. Also hier unten mal schnell auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren, damit in Zukunft kein wichtiges Versicherungswissen mehr verpasst. Mir ist vollkommen klar, keiner hat Bock auf Versicherung, aber jeder hat Versicherung und Versicherungen sind wichtig. Und hier auf dem Kanal kriegst du das Wissen in ganz einfacher und kompakter Form. Heute geht es um 5 Fehler, die du wirklich vermeiden musst, wenn es um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung geht und du quasi eine Berufsunfähigkeitsversicherung beantragen möchtest. Ganz kurz, unter dem Video findest du einen Link zu einem Blogartikel, den ich geschrieben habe, der dieses Thema nochmal sehr, sehr ausführlich beschreibt. Das heißt, den kannst du dann in Ruhe einfach auch nochmal durchlesen. Fangen wir an mit Fehler Nummer 1. Es sind 5 Fehler insgesamt und der letzte Fehler ist definitiv der wichtigste, den du nicht begehen solltest. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Fehler Nummer 1 ist folgender. Du gehst einfach her, zusammen mit deinem Versicherungsvermittler und sagst, ach komm, wir stellen einfach mal einen Antrag bei Gesellschaft XY. Das wird schon gut gehen. Ja? Obwohl vielleicht auf dem Papier dein Gesundheitszustand gar nicht mehr so geil ausschaut. Aber der Vermittler sagt, komm, wir probieren das einfach mal. Schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Wenn dein Vermittler so einen Blödsinn erzählt, dann hau ab, such dir einen neuen Vermittler. Warum? Der Worst Case, der hier passieren kann, ist folgende. Du kriegst eine Ablehnung, eine offizielle Ablehnung. Und diese Ablehnung wird in der Regel gespeichert im Hinweis- und Informationssystem der Versicherer, wo alle anderen Versicherer reinschauen können. Und wenn du da schon mal drin stehst, als quasi jemand, der abgelehnt wurde, was glaubst du, wie andere Versicherer dann reagieren werden, wenn du zu einem anderen Versicherer gehst und dort dein Glück versuchst. Deswegen, ganz wichtig, nicht einfach mal einen Antrag stellen, wenn der Gesundheitszustand nicht einwandfrei ist, sondern du machst sogenannte anonyme Risikovorabanfragen. Das ist quasi wie so eine Art Antesten, so quasi, Versicherer, guck mal, so wird's aussehen. Wie würdest du urteilen? Nimmst du mich auf oder nicht? Ja, und dann gibt er ein Votum ab und sagt, ja, würde ich aufnehmen. Ja, aber hier Ausschluss, hier und da. Oder halt, nee, ich würde dich nicht aufnehmen. Ja, aber selbst wenn dann so eine Ablehnung der Risikovorabanfrage kommt, dann ist das keine offizielle Ablehnung. Das wird auch nicht gespeichert. Und das ist super, super wichtig. Ja, das ist Fehler Nummer 1, den du hier nicht begehen solltest. Also nicht einfach mal so einen Antrag stellen. Kommen wir zum Fehler Nummer 2, der so ein bisschen mit einspielt in Fehler Nummer 1. Und zwar geht es um die Gesundheitsfragen. Du hast in jedem Berufsunfähigkeitsantrag Gesundheitsfragen. Und die musst du wahrheitsgemäß beantworten. Bitte lass dich auch hier nicht drauf ein und sag, ja, überall mal nein, zack, 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 ja, in 2 Minuten hast du das ausgefüllt. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, ob ich vor 2 oder 3 Jahren da beim Arzt war, ach komm, scheißegal, ja, mache ich überall nein. Fehler, ganz, ganz schlimm. Das sind dann die Geschichten, die du irgendwo liest, ja, in irgendwelchen Zeitungen, Magazinen, Talkshows, weiß der Geier, wo dann auf einmal gesagt wird, ja, der Versicherer leistet nicht, weil es lag eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung vor. Und, wisst ihr was? Der Versicherer ist im Recht. Der ist 100% im Recht. Da kann man noch so viel rumheulen. Der Versicherer hat Recht. Und es ist alles sauber gelaufen, weil du den Fehler gemacht hast. Du hast Gesundheitsangaben nicht wahrheitsgemäß beantwortet, wie sie von dir quasi verlangt waren. Deswegen, nimm dir Zeit für die Gesundheitsfragen. Hol dir Informationen von deinem Arzt, wenn du nicht sicher bist. Hol dir eine Krankenkassenauskunft, wenn du nicht weißt, was so die letzten 3, 4, 5 Jahre abgegangen ist. Und dann füll das in Ruhe aus. Ja? Füll das auch selbst aus. Ganz, ganz wichtig. Das ist quasi das Fundament, das dir später mal keiner ja, ans Bein pinkeln kann und kann sagen, ja, aber guck mal, da hast du irgendwie was vergessen zu beantworten. Ganz wichtiges Thema, ja. Mach nicht diesen Fehler und geh die Gesundheitsfragen einfach mal so ganz, ganz schnell durch, auch wenn manchmal vielleicht dein Vermittler dich dazu drängt, dann ist das sowieso ein ganz schlechtes Zeichen, wenn du irgendwo gedrängt wirst, okay? Zeit nehmen, Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß beantworten. Fehler Nummer 3. Und der Fehler Nummer 3, der ist so in uns Deutschen einfach verankert, wenn es um das Thema Versicherungen geht. Und zwar ist es der Preis. Und wir wollen immer nur günstig, günstig, billig, billig. Ja, das Billigste, was es geht, aber die beste Leistung. Haut halt nicht so ganz hin. Okay? Und deswegen ist es wichtig, dass du bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung nicht nur auf den Preis schaust. Der Preis ist nicht das Ausschlaggebende. Die Leistung ist ausschlaggebend. Der Service ist ausschlaggebend.
Leistungsprozess ist ausschlaggebend beim Versicherer. Ja, das sind alles Sachen, auf die man achten muss. Natürlich dann auch dein individueller Zustand. Ja, also was geht ab bei dir im Leben? Was hast du vielleicht noch vor? Bist du jetzt Angestellter? Willst du irgendwann selbstständiger werden? Darauf muss man achten. Da gibt es spezielle Klauseln. Bist du Arzt? Ah, nochmal eine spezielle Klausel. Und. Ja, und dann ist es in der Regel wohl so, dass vielleicht nicht der günstigste Anbieter auf dich passt. Ja? Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema. Bitte, bitte lass dich nicht vom Preis hier so stark beeinflussen. Kommen wir zu Fehler Nummer 4. Fehler Nummer 4 und gleich kommen wir auch zu Fehler Nummer 5, den wirklich ganz, ganz viele da draußen begehen. Fehler Nummer 4, du nimmst einmal deine BU-Rente, die du ja versicherst. Du versicherst ja irgendeine Höhe, zum Beispiel 1500 Euro und sagst so, boah, da mache ich mal so das Minimalste. Also wenn das mal passiert, dann will ich ja eh nur so den Worst Case absichern. Ja, und da reichen 1500 oder vielleicht sogar nur 1000 Euro. Das ist Blödsinn. Ja, also wähle deine Berufsunfähigkeitsrente, die du versicherst, nicht zu niedrig. Bitte, wenn man berufsunfähig ist, dann bedeutet das nicht, dass du einfach nur noch im Rollstuhl sitzt und nichts mehr tun kannst. Ja, die Fälle gibt es auch, aber in der Regel, ja, heutzutage Psyche, ja, Zivilisationskrankheiten, da bist du nicht komplett Game Over. Du kannst in den Urlaub fahren, du kannst Auto fahren, du kannst Sport machen, du kannst dich mit Freunden treffen und guess what? Das kostet alles Geld. Also das muss irgendwie bezahlt werden. Auch müssen weiterhin deine Altersvorsorgeverträge bezahlt werden. Und was du sonst noch so hast, Miete, was weiß ich, ja? Das heißt, hier brauchst du eine adäquate Summe. Das ist eine wichtige Existenzabsicherung und nicht nur irgendwie sowas, ich will dann irgendwie den Rest meines Lebens auf Existenzminimum leben. Nee, ja? Wähle deine BU-Rente in einer adäquaten Höhe. Und der zweite Punkt hier mit dazu, lass die Laufzeit nicht zu kurz sein. 67 ist aktuell das Renteneintrittsalter. Das heißt, eine BU läuft normalerweise bis zum 67. Lebensjahr. Und dann geht das nahtlos über quasi ins Rentenalter. Perfekt. Oftmals geht man aber her und sagt so, oh, machen wir mal 65. Vor allem, wenn dann auf einmal der Preis einem erstmal ein bisschen zu hoch ist und dann macht der Vermittler kurz tipp, zack. Oh, auf einmal 30 Euro weniger im Monat. Ja, geil, die nehme ich. Ja, was hat er gemacht? Er hat einfach 2 Jahre weggenommen von der Laufzeit. 2 sehr risikoreiche Jahre. Denn je älter du wirst, desto höher natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du berufsunfähig wirst. Ja, deswegen sind die letzten Jahre auch immer teurer. Und das jetzt einfach mal so wegzukürzen, finde ich nicht gut. Finde ich überhaupt nicht gut. Das heißt, lass dich da hier nicht irgendwie auf so einen Kuhhandel in der Regel ein. Ja? Und lass deine BU wirklich adäquat so lange laufen, optimalerweise eben bis zum Renteneintrittsalter. So, und jetzt der letzte Punkt, dann sind wir auch gleich durch. Der letzte Punkt ist eigentlich der letzte Fehler. Wenn du den vermeidest, dann kannst du eigentlich komplett alle anderen Fehler, die ich gerade angesprochen habe, auch direkt vermeiden. Und zwar, dass du deine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht alleine irgendwie online abschließt, sondern dir einen Profi mit dazu holst. Ich weiß. Jetzt sagst du wahrscheinlich, ja Basti, natürlich hast du das jetzt sagen müssen. Du bist ja selbst Versicherungsmakler. Du lebst ja von solchen Abschlüssen. Das ist 100% richtig. Aber Achtung, jetzt kommt kommt der Witz an der ganzen Sache. Ihr glaubt ja, oder du glaubst ja in der Regel, dass man, wenn man eine BU online abschließt, bei irgendeinem Vergleichsportal, irgendwie was spart, das irgendwie günstiger ist oder man deshalb cleverer ist. Ja? So wie man in den Schuhladen geht und dort einen Schuh anprobiert und dann guckt, ah, Größe 44, perfekt, der passt. Und dann geht man ins Internet und bestellt ihn dort, weil da ist er 20 Euro günstiger. Da funktioniert das. Ja? Ist zwar auch nicht geil, ja? Aber da funktioniert das. Bei Versicherung oder bei der Berufsunfähigkeitsversicherung funktioniert das nicht, weil der Preis auf den Cent genau das gleiche ist. Ob du das jetzt bei dem Versicherungsmenschen deines Vertrauens machst oder in einem Online-Portal, es ist das Gleiche. Auch ein Vergleichsportal ist in der Regel Versicherungsmakler, rechtlich. Mal ins Impressum reinschauen. Das ist 1:1 der gleiche Preis. Das heißt, was passiert? Das Einzige, was eigentlich passiert, ist erstens, dass du sau viel Arbeit dir selbst auflastest und deswegen eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass du Fehler machst, weil du dich eben doch nicht so gut mit der Materie auskennst. Das heißt, hol dir jemanden mit dazu. Es kostet dich nichts mehr, gar nichts, keinen Cent mehr. Du bezahlst nicht mehr, wenn du mit einem Profi sprichst. Also warum es dann nicht tun? Ja? Das ist ganz, ganz wichtig und das wissen viele einfach nicht. Ja, ich kenne Menschen, die sitzen dann zu Hause vorm PC und sagen, ja, ich bin ein geiler Typ, ich habe das jetzt selbst gemacht und die Provision hat jetzt niemand verdient. Ja, Blödsinn, natürlich hat jemand verdient, das Portal hinten dran und du hast die ganze Arbeit abgenommen. Also eigentlich war das
relativ unclever ist sogar. Ja? Also Leute, das ist wichtig, das müsst ihr wissen. Und wenn ihr hier einen Experten an der Hand habt, dann wird er euch auf die anderen vier Fehler, die ich gerade genannt habe, hinweisen bzw. wird euch helfen, diese zu vermeiden. So viel zu diesem Video, jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Einfach mal hier unten reinschreiben, vielleicht hast du auch noch wichtige Punkte, wo du sagst, boah, hey, hier muss man auch noch darauf achten bei der BU oder ich habe vielleicht selbst Fehler gemacht, ja, und diese sollten andere vielleicht vermeiden, denn die Zuschauer hier können auch von deinen Erfahrungen lernen. Ansonsten natürlich dem Video noch einen Daumen hoch geben, den Kanal unbedingt abonnieren und gerne auf Instagram vorbeischauen, dort beantworte ich auch immer gerne private Nachrichten, wenn du noch Fragen hast, Instagram ist hier der perfekte Kanal. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus und mach's gut.